Das hat hier bei mir aufgehört zu regnen und trotzdem höre ich den Regen noch plätschern. Hä? Ach so, jetzt sehe ich den Regen erst wieder. Na, Lena. Ich flieg mal zu den, ich flieg überhaupt mal zu unserem Dings runter, zu unserem Fein. Ja. Ob die überhaupt noch, die müssen ja noch genug Fisch drin haben, hoffe ich mal. 1, 2, 3. Okay, 3 sind auf jeden Fall noch da. Jetzt kommt's fast runter. So schnell? Ja, ist fast unten. Boah. Auch doch, Fisch ist noch genug drin. Notizen der Rockwool-Rezepte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die herausgefunden. Das ist ja. Hier ist ein Bauplan, Chitinhose und Metallsichel. Super. Brauchen wir jetzt nicht. Hier ist auch noch genug drin. Wir kriegen erstmal Leben hier in unsere Fische. Wo ist Nummer 3? Haben die wieder ein paar Level? Eins hatten die gerade mal. Ich brauche erstmal Leben. Hey, geh hoch da. Hallo. Der ist schon wie so rötlich hier alles, oder was? Ja, da müsste man ja fast schauen, ob man nochmal so ein Dach-Solar-Ding baut. Ob man das so hinbekommt. Bei Olaf mal raufballern, ne? Auch so ein schräges Kabel machen vielleicht. Steckdose und dann bumm. Kann man das auch mal zwei Lampen ranmachen. Oder, oder vier. Vor, an jeder Seite eine. Und wenn man dann mal in der Nacht unterwegs ist, hat man jedenfalls mal Beleuchtung, ne? Ja. Das wäre ich auch mal dann cool. Und dann in der Nacht unterwegs sein. Kriegt ihr noch Futter? Ja, kriegen wir. 5,1%. Na dann. Ja, guck mal, jetzt geht die Gesundheit so nach und nach immer ein bisschen hoch. Jo, klar. Da hat er schon. Hat doch Nahrung drin. 400. Oder was meinst du? Oder weil er es verbraucht so viel? Wenn, dann musst du Mio-Bären reinschmeißen, ja. Ja, mach ich, ja. Oh, es geht auch gut rein bei denen. Aufgezogen von Kyosho. Ja. Okay. Nahrung 3300. Was haben denn die anderen an Nahrung? Also die haben ja schon, der hat ja schon so Hunger wie die Großen. Also, kann jedenfalls da so viel reinpacken. Ist schon heftig. Das sind Meobären. Was ist das hier? Das sind Narko. Oh ja. Das nicht. Ach, mit Dünger ist noch gut. Ja. Ich guck nur, dass man die auch wieder verarbeiten tut, wegen unserem Gammelfleisch da. Ja. Ich hab gekackt.
20. Ein Licht ist echt cool, ja. Die kleinen Lampchen. Ja, definitiv. Da hast du in die Tür gewechselt? Ja. Ja, sehe ich gerade. Ne? Finde ich viel angenehmer, bin ich ganz ehrlich. Ja. Die sind richtig cool, die Türen. Da muss er nicht mal selber ranlaufen, ey. Das große Tor hier, das interessiert mich mal. Obwohl, das ist wahrscheinlich sogar nur das Innere, was man braucht. Ja, glaube ich auch, aber... Verstecktes Behemoth. Das müsste ja auch unter Behemoth sein. Mal gucken. Behemoth. Tatsächlich, gibt es hier. 30. Oh. 6, ja, aber 600... Stein wieder. Ach, das kriegt man ja gut zusammen. Ja, natürlich, das haben wir nicht das Problem. Mit dem Fliegen geht das. Und wenn man jetzt, glaube ich, das Tor abreißt, hat man eigentlich auch noch mal wieder was, aber das kann man wieder wegpacken lieber. Ob ich das noch schnell zusammenkriege? Ja, guck mal. Wa? Aber 600 kriege ich nicht in die Tasche rein. Das klappt nicht. Außer man wirft sich das zu, aber das ist ja nicht nur das. Ja, weiß gut. Holz, ne? Nee, Stein. Stein. 600 Stein, ja. 200, vielleicht kriege ich 300. Ach doch, obwohl ich kriege das sogar mit, das ist nicht das Problem. So, mal gucken hier unten. Da wahrscheinlich die ganzen kleinen Steinchen weg. Da drüben sind noch ein bisschen welche. Sonst hättest du ja Holz sammeln können. Ich auch. Hä? Kann ich auch. Ja, guck mal, wie viel Holz wir dafür brauchen. Also ich mal schnell gucken. Ja, mach mal. Behemoth, 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 Behemoth? Wo bist du, Behemoth? Hä? Wie Splint? Ich hab's auch gelernt, gerade eben. Also Steine habe ich 135. Hey, ich hab das doch gerade eben gelernt. Lol. Das bin ich schon überladen. Ach. Nee. Warte mal. Ist es das? Da ist das. 400. Warte mal. Ist es jetzt das oder das? Guck mal, wo das gemacht wird. Ach, hier. Das schon da rein. Crafting-Tisch. Crafting-Tisch, genau. 450 Steine brauchen wir, 450 Holz und 450 Stroh. Cool wäre auch hier diese Fackeln hier, wenn die auch mit S plus auch alleine angehen und ausgehen. Das müsste ich mal durchlesen. Ach, habe ich schon reingepackt, okay. Noch 200 rein bestimmt. Stroh ist wahrscheinlich auch problematisch. Gut, das sammelst du ja wahrscheinlich nebenbei, aber. Ja, ich schlaf gerade langsam. Ne? Ich brauche nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Bringen wir den Stein erstmal zurück. Weil da haben wir das Problem, dass die Tür mal auf und. Oh! Läuft da T-Rex läuft da rum. T-Rex? In der Art. In der Art. Nicht ein richtiger T-Rex, nur in der Art. Ah, jetzt wollte ich die Tür aufmachen. Ja, ich weiß. Und wo? Unten, wo wir mal gesammelt haben aus.
Nee, nee, andere Seite. Da, wo wir gerade unseren Ach, Kapuff da hinten. gebaut haben. Vier und ein bisschen fehlt was. Gut, das ist nicht das Problem. Dann nehmen wir davon 50 raus. Packen den da wieder rein. Holz haben wir fast komplett, aber Stroh fehlt, ne? Soll ich mal Stroh gehen? Ja. Okay. Im Stroh habe ich 218 in der Tasche sogar. Okay. Dann haben wir ja fast Eis und so ein bisschen Holz und nicht mehr viel, glaube ich. Ah, ich bin schon wieder überladen. Echt? Ja, dann komm zurück, dann müssen wir aber alles haben. Ja, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Aua. Ich habe jetzt irgendwie 800 Stroh dabei. Nee, verkehrt, dahin. Holz können wir mal unten nach Hause gerade. Okay, jetzt ist genug. Soll ich da schon mal hin? Ja, machen wir. Stein? Das müsste das sein, das große Gate. Müsste echt das sein. Inventar öffnen. Ich hoffe, wir brauchen nicht das andere drumherum. Ich schreiß ab, ne? Ja. Ich kann mich bewegen. Ach so, ja klar. Ja, du hast es gesammelt wieder. Hilfe. Kannst du mir helfen, komm? Ja. Weil ich werf kann mich mal nicht. was raus. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? So viel ist es so gar nicht. Okay. Ja, nice. Das geht. Das geht. Nice. 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 So, hier kommt ein bisschen Stroh rein. So, weil ich Holz zu viel bekommen habe, okay. Das sieht doch gut aus. Feuerstein muss ich noch loswerden. Okay. Na ja, gut, dann sind wir ja schon wieder durch, du. Ja. Wir müssen nachher und nächstes Mal das Dach mal zumachen oben. Ja. Weil der Nebel hier dran. So gedacht. So, dem Kleinen geht's gut, ne? Ja, dem Kleinen geht's gut. Ja. Eine Stunde braucht Aufmerksamkeit, okay. Beim nächsten Mal. Dann müssen wir beim nächsten Mal gucken, ob wir noch alle Materialien haben für Strom. Also für so ein Solarding. Ne? Ja. Und dann bauen wir so um drauf. Oh, der Fass verschluckt hier. Dann kriegt Olaf Strom. Licht. Dann geht ihm ein Licht auf. Gut, Witze mal, ne? Weiß schon. Guten Nacht und tschüss. Ja. Ja,
da es für uns beim Aufnehmen ein bisschen später ist, hat sich Joshua gedacht, er sagt mal gute Nacht, die und tschüss. Aber so an sich, was wir heute so geschafft haben, ist echt ganz cool. Man sieht hier als allererstes mal unseren Kleinen. Ich glaube, der ist sogar schon ein bisschen, sieht schon ein bisschen größer aus. Ich weiß es gar nicht, ob der so etappenweise so klein. Wir haben hier so einen kleinen Zuchtparadies gebaut. Mit ein bisschen Strom sogar haben wir uns drum gekümmert wieder. Komischerweise läuft es ohne diese Mod. Wir haben die neuen Tore hier für uns entdeckt, die selbst auf und zugehen, was auch sehr, sehr, sehr schön ist. Ist echt cool gemacht auf jeden Fall. Genauso mit dem großen Haupttor, ist auch super toll. Super geil. Ja. War doch ein sehr erfolgreicher Abend, auch wenn, oder sehr erfolgreiche Folgen, auch wenn natürlich die Kabel uns zurzeit ein bisschen ärgern, aber der Rest eigentlich soweit ganz gut geht. Jedenfalls haben wir es da drüben geschafft mit dem einen. Mit den anderen Kabeln ist halt ärgerlich, aber müssen wir halt mal schauen, ob so ein Update noch kommt oder gibt oder wie auch immer, weiß ich das nicht. Macht es ja eigentlich automatisch. So, auf jeden Fall sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wir hatten riesen Spaß. Ich danke auch für eure Treue, für Abos, für Likes und Kommentare, alles, was dazugehört. Danke, danke, danke. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns in Livestreams. Bis dann. Ciao, ciao.